Herzlich willkommen im Bruder Whiskeyhaus. Ich bin's wieder, euer Marco. Heute habe ich euch mitgebracht die neue Ness-Trilogie von Glenfarclas. Und der Ness, für alle die, die es noch nicht wissen, das bezeichnet den englischen Begriff No Age Statement und steht dafür, dass der Whisky keine Altersangabe auf seinen Etiketten drauf hat. Das heißt, man kann nur davon ausgehen, wenn denn Single Malt Whisky draufsteht, dass er wenigstens 3 Jahre plus einen Tag alt ist. In dem Fall ist es so, ein klein bisschen was ist über die Abfüllserie im Vorfeld zu hören gewesen. Es handelt sich dabei um eine limitierte Auflage von 6000 Flaschen pro Sorte, also 6000 mal Passion, 6000 mal Spring, 6000 mal Team. Und diese Serie ist offiziell für den deutschen Markt abgefüllt worden. Also nicht für Italien, Amerika, Japan und Co., sondern wirklich nur für uns. Angeblich sind die jüngsten Fässer, die in dieser Serie verarbeitet worden sind, 8 Jahre alt gewesen und darüber hinaus wohl noch etwas ältere Fässer. Und die 3 unterschiedlichen Bezeichnungen, die auf den Flaschen draufstehen, man kann es glaube ich ganz gut sehen, die Passion, die Team und die Spring, stehen zum einen die Passion für die jahrhundertealte Tradition der Brennerei Glenfarclas in Sachen Whisky. Wir sind mittlerweile in der 6. Dynastie der Familie Grant, die diese Brennerei im Familienbesitz führen. Der 2. Name Team steht für die, für den Zusammenhalt, für das historische Handwerk der Mitarbeiter bei Glenfarclas. Und zum Schluss Spring steht für die natürlichen Zutaten, die in dem Whisky verarbeitet werden. Alle 3 Abfüllungen sind mit 46 Volumenprozent abgefüllt. Alle 3 Abfüllungen haben hinten auf dem Etikett draufstehen, ich zitiere das mal, die 3 Editionen Spring, Passion und Team lagern in Alpen, Fasskeller der Distillery Glenfarclas. Es erwartet sie ein individueller Single Malt mit feinen Sherry-Aromen. The Spirit of Independence und dann wie immer George Grant verbirgt sich dann noch mit seinem Namen für die Qualität des Whiskys. Ich habe die 3 Whiskys gestern Abend in aller Ruhe probiert, weil diese 3 Whiskys sich doch recht ähnlich sind und in so einem kurzen Video es eigentlich nicht möglich gewesen wäre, euch die Unterschiede wirklich nahezubringen. Meine erste Meinung zu den Whiskys, sie liegen so in einem Preissegment, ich sag mal so Mitte 30 Euro. Und es ist sicherlich der Dienstagabend oder Mittwochabend Whisky und nicht unbedingt der Sonntagabend Whisky. Also wer eine tiefgehende, facettenreiche, komplexe Abfüllung erwartet, der ist hier sicherlich falsch. Wer einen fruchtigen, leicht würzigen, schokoladigen Whisky erwartet, der recht viel Eichenholz hat und der ein bisschen knackig ist, der also schon irgendwo den Charakter von Glenfarclas widerspiegelt, der ist mit den Abfüllungen gut bedient. Und ich fange mal mit dem Passion an. Der Passion ist in der Nase unglaublich fruchtig, sehr süß, relativ wenig Alkohol und diese Fruchtigkeit geht in die hellen Fruchtnoten hinein. So ein bisschen Mirabelle, Mandarine, Nektarine, ein klein bisschen Birne, ein bisschen Apfel. Von dem Eichenholz, von dem ich gerade gesprochen habe, rieche ich in der Nase noch nicht so wirklich viel. Ich habe wirklich hauptsächlich Fruchtigkeit, ein bisschen Schoki und natürlich Sherry. Am Gaumen weicht die Fruchtigkeit ein klein bisschen, sie ist zwar immer noch da, aber sie macht deutlich spürbar dem Eichenholz Platz. Wir haben ein bisschen Leder, wir haben recht viel holzige Noten, wir haben eine leichte Würze, ein ganz klein bisschen Wärme entfaltet sich. Alles in allem ein guter, ehrlicher, aber doch durchaus spürbarer jugendlicher Whisky. Die Nummer 2, der Team. Der eine oder andere wird jetzt sagen, mein Gott, der muss ja dazwischendurch mal ein Wasser trinken. Wie gesagt, ich habe sie gestern schon probiert und ich weiß, was mich erwartet. Grundsätzlich habt ihr recht, eigentlich müsste man sich jetzt zwischen den Whiskys erden. Die Nummer 2 hat ebenfalls diese leicht fruchtigen Noten. Es geht für mich aber schon neben den hellfruchtigen Noten auch ein klein bisschen in die dunklen Noten rein. Das heißt, wir haben ein bisschen Brombeere, wir haben ein bisschen Himbeere. Wir haben so ein bisschen bittere Kakaonoten, dunkle Schokolade. Und alles in allem ist der Team im direkten Vergleich zum Passion ein klein bisschen dezenter, ein klein bisschen zurückhaltender. Und vom Gaumen her
Auch hier wieder die doch eher süßen Noten, die in der Nase sind, die gehen am Gaumen ein bisschen zurück. Ich finde ihn nicht ganz so eichenholzintensiv, wie ich den Passion fand. Er hat mehr schokoladige, fast schon Kaffeenoten. Die dunklen Früchte, das Leder kommt durch. Auch hier eine leichte Wärme. Ähnlich wie bei dem Passion ist auch das kein langes Finish, maximal ein mittellanges Finish. So dass ich auf meine Meinung von dem Dienstag- oder Mittwochabend-Whisky ganz gut zurückkomme. Ja, und last but not least, der Spring. Der Spring war für mich gestern Abend der erstaunlichste, der sich am meisten von den anderen beiden abgesetzt hat. Er ist von der Nase deutlich dezenter, aber auch hier diese leichte Fruchtigkeit, die bei dem Passion ganz intensiv war, bei dem Team noch spürbar und bei dem Spring jetzt noch eher dezenter, die ist da. Ich habe hier am meisten Kakao und am meisten Schokolade. Und wenn ich es gerade nicht schon gesagt habe, es ist definitiv der zurückhaltendste. Er ist am Gaumen für mich der kräutrigste. Er hat richtig Kräuternoten, er hat Gewürze. Er ist für mich von dem, was ich von Glenfarclas kenne, eigentlich der typischere Glenfarclas von den dreien, weil er mehr diese würzige, ledrige, eichenholzlastige Note hat, wie ich sie vom 12er, vom 15er, vom 17er kenne. Auch hier, das Finish ist nicht unglaublich lang, aber es ist vorhanden. Es ist ein schöner, fairer Whisky. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis der drei Burschen ganz spannend. Und das vielleicht Wichtigste, ich habe im Netz mehrfach gelesen, ja, das ist ja sowieso alles die gleiche Abfüllung, einfach nur drei unterschiedliche Tubes, damit man wieder die Sammler anspricht. Nein, kann ich ganz klar verneinen, das sind drei unterschiedliche Whiskys, die sich selbstverständlich von der Spielart sehr, sehr ähnlich sind. Und ich bin fest davon überzeugt, würde man mir einen von den dreien blind hinstellen und ich müsste jetzt sagen, welcher das war, der Passion, der Team oder der Spring. Und das im direkten Vergleich vielleicht mit zwei, drei Whiskys noch dabei. Ich würde 100% losen. Aber wenn ihr sie gegeneinander probiert, wenn ihr ihnen Zeit gibt, ihr schmeckt, dass es definitiv drei unterschiedliche Whiskys sind. Meine Meinung, den Daumen wie immer eher leicht gehoben. Für eine absolute Begeisterung reicht es nicht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Der Whisky ist wie immer bei uns offen zum Probieren da und natürlich auch in unserem Shop. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Euer Marco von den Whisky-Shots.